Der Zyklop. Eine Nacherzählung von Louis, Luca Gabelitsch und Lars. Ich bin Odysseus, ein großer Krieger im Trojanischen Krieg und fahre mit meiner Mannschaft über die Weltmeere. Als wir gerade auf hoher See waren, gab einer meiner Genossen zur Kenntnis, dass wir zu wenig Beute besaßen. Er schrie genervt: Wir können so nicht nach Hause kommen. Unsere Frauen schicken uns vor Wut dahin, wo der Pfeffer wächst. Lass uns eine weitere Insel überfallen. Nach ein bisschen Überredungsgeschick stimmte ich zu und wir machten uns auf den Weg zu den Kikonen. Als wir an der Insel der Kikonen ankamen, machten wir uns für den Kampf bereit. Unsere Mannschaft war sehr stark. Bei dem Kampf spritzte das Blut wie verrückt. Wir machten Verluste. Auf einmal kam ein Kikone und sagte mit verängstigter Stimme: Nimm das Fass Wein und lasst mich in Ruhe, aber trinkt es langsam. Das ist starkes Alkohol. Ich bedankte mich, wir machten uns auf den Rückweg. Als wir losfuhren, zog ein großer Sturm auf. Nach diesem langen Sturm, den uns Göttervater Zeus zusandte, erblickte mein Seemannsauge eine kleine Insel, die in großen Zügen aus dem Horizont herausstach. Wir schipperten zu ihr. Mitgenommen und erschöpft, ließ unser Körper sich von der Geborgenheit des Gestades umringen. Da bekam ich etwas zu fühlen, das Gefühl einer anderen Anwesenheit. Doch ich sah mich schon zwischen zwei großen Beinen. Ich blickte langsam nach oben und schaute in ein einziges, kristallklares Auge. Nun begriff ich auch, auf welche Insel uns der Sturm gebracht hatte. Auf die Insel der Zyklopen. Ich besaß keine Zeit nachzudenken, denn der Zyklop sprach mit seiner kanonengleichen Stimme: Seid ihr Menschen? Mir stockte es den Atem. Meine Genossen standen wie angewurzelt da, bis ich das Wort ergriff: Jawohl! Wir sind Menschen. Ich bin Polyphemus. Doch nun verrate mir, wie du heißt, schrie der Riese. Mein Unterbewusstsein handelte sofort und verriet mir, dass ich ihm meinen Namen nicht preisgeben sollte. Also sagte ich laut: Ich habe einen komischen Namen. Ich heiße Keiner. Oh, dann komm mit deinen Genossen in meine Behausung. Ihr seid meine Gäste, gab der Zyklop zur Kenntnis. Ich bat meine Männer, das Fass voll Wein zu holen, und anschließend gingen wir in die Behausung des Zyklopen. Wir kamen in seiner Höhle an. Polyphemus steckte seinen Kopf aus der Tür und rief seine Schafe zu melken. Mäh, mäh, kommt her, meine Lieben. Nach einigen Minuten waren alle in der Höhle und er verschloss die Tür mit einem großen Stein. Er molk die Schafe und trank einen Eimer von Milch und molk und trank und molk. Er packte den ersten Kameraden und riss ihm die Kleider vom Leib und verschlingte ihn sofort. Der zweite meiner Kameraden, den er nahm, schmiss er auf den Boden, dass all seine Gehirnmasse aus seinen blutigen Schädeln in alle Richtungen spritzte. Hör auf, uns zu töten, und ich gebe dir etwas sehr Kostbares, sagte ich. Der Zyklop antwortete: Okay, aber sage mir zuerst da, welche Kostbarkeit du da meinst. Ich antwortete: Ich gebe den vorzüglichsten Wein, mit dem selbst wir Menschen den stärksten Ochsen töten können. Dann trank der Zyklop den Wein und fiel in Unmacht. Meine Kameraden nahmen eine Fackel und steckten sie ins Auge. Dann wuch er plötzlich auf und ging zum Höhleneingang und schob den großen Stein weg, um uns zu suchen. Diese Gelegenheit kam uns zu nutzen, doch ich wollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Also begaben wir uns zu den Schafen und kletterten an ihren Bauch. Der Zyklop, der draußen seine Fluchschreie ausstieß, begab sich wieder zu uns. Er tastete jedes seiner Schafe am Rücken ab, doch er konnte uns nicht finden. So gelangten wir unversehrt in die Flucht und konnten nur knapp aus den Händen des Zyklopen entkommen. Noch weit in der Ferne hörte ich die schallenden Schreie des Monsters. Das war eine Nacherzählung von Louis, Luca und Lars. Danke für die Aufmerksamkeit.